Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gönnen wir uns mal wieder von lieben Tuddle, TJ, Beast Boy, Selfmade. Ja, ich bin sehr gespannt. Er hat ja eigentlich gerade erst die EP rausgehauen auf YouTube, die ich mir gestern angehört habe. Und jetzt, gönnen wir uns mal wieder was hier, der liebe Tuddle. Ich würde sagen, let's do it, Alter. Hören wir mal rein. Ich glaube, es ist ohne Video, also nur mit dem Bild. Genau, okay. Aber bin trotzdem mal sehr gespannt drauf. Let's go. Geil. Klingt nice. Gefällt mir. Schön so dumm, dumm, dumm. Was ich liebe, befreie den aus meinem Kopf und lass sie einfach fließen. Und das nur, weil ich damals, als ich in meinem Kinderzimmer saß, auf die Idee kam, dass ich Videos mache und sie danach in das Internet lagerte. What the fuck, man? Es ist wahr, man. Ich war ein kleiner Baller schon von Anfang an. Ich erinnere mich, wie sie damals gelacht haben, aber haha, schau, wohin es mich gebracht hat. Die Mucke ist bei uns selbst, das Artwork ist bei uns selbst. Irgendwie hat das was. Ist gar nicht so mein typischer Musikgeschmack quasi. Aber irgendwie feiere ich das einfach. Ist so ein bisschen was so. Also für mich ist das eher sowas, die Mucke, die, also der Sound so, sowas, ich liege im Sofa, bin gechillt oder im Bett und dann läuft das einfach irgendwie. Einfach entspannt irgendwie. Geiler Sound. Geil, Alter, sogar in so einer musikalischen, melodischen Hook noch Kritik angebaut, eingebaut am Rap-Game, beziehungsweise an manchen Rappern. Sehr nice, gefällt mir. Echt nice. Ist das eigentlich Tuddle? Ich denke schon, oder? Also kann auch sein, dass der junge Tuddle einfach ähnlich sieht, aber von den Gesichtszügen würde ich sagen, das könnte er auf jeden Fall sein. Falls nicht, sieht er ihm halt ähnlich. Es wird fresh, weil du dank all dem Cash ein verblendeter Mensch bist. Yeah. Das Schlimme ist noch, dass die Masse es frisst. Millionen supporten die Kacke mit Klicks. Die Masche gelingt, doch da mach ich nicht mehr. Nein, ich werbe Platz mit deinem Manager. Gut Geld macht, ey, dein Manager ist kein Manager. Nein, ich nenne ihn mal Zuhälter. Ich nenne ihn Zuhälter. Sehr nice. Tuddle ist ja auch wirklich jemand, der macht auch alles selfmade, ne? Ist einfach so. Der hat da kein Label hinter oder sonst irgendein Gedöne, so, das ist alles Selfmade und sonstiges. Ich glaube, seine Reaction, die ich gemacht habe, ist bis jetzt, also die Reaction zu seinem Tausendmal Cooler, ist bis jetzt mein meistgeklicktes Video und auch eins der ganz wenigen, wo kein Urheberrechtsverletzung angeblich war, sag ich mal. Ich bin eh kein Partner, von daher ist es eigentlich eh Wumpe, aber selbst wenn ich Partner gewesen wäre, hätte ich es natürlich eh nicht monetarisiert, weil ich habe ja nicht die Rechte an dem Video, so ist es ja. Aber allein daran merkt man halt, dass da jetzt nicht ein großer Vertrieb oder irgendein Label hintersteckt, ne? Und umso mehr Respekt muss man eigentlich davor haben, wie viel er einfach so auch for free droppt und alles an EPs, an Songs. Und das einfach wirklich aus Leidenschaft und Spaß macht, so, ne? Das ist auf jeden Fall feierbar. Würde ich mir von mehr Leuten wünschen eigentlich. Aber es ist ja halt jetzt auch nicht schlimm, wenn man unbedingt mit der Mucke Geld verdienen will. Ich gönne Tuddle auf jeden Fall wirklich jeden Cent, den er macht, so. Weil er auch einfach... Wie gesagt, ich habe im letzten Video gesagt, er sieht für mich ein bisschen weird aus mittlerweile, aber das ist ja einfach nur sein Aussehen. Es ist sein Geschmack. Es ist nicht mein Geschmack, aber es ist sein Geschmack und das muss man respektieren. Ne? Und ich gönne ihm von der Persönlichkeit her jeden Cent, den er verdient und so weiter. Ne? Viele Leute haben die Analyse, die ich gemacht habe, beziehungsweise die Reaction zu seinem Song gedisliked oder kommentiert. Was ist, wenn er dich scheiße findet, bla bla bla. Leute, ich habe nur gesagt, dass das nicht mein Geschmack ist. Ja, jeder kann so aussehen, wie er möchte. Aber ich kann ja auch sagen, dass es einfach nicht mein Style ist oder nicht mein Geschmack ist, mir das nicht gefällt oder so, ja.
wie gesagt, vielleicht gefällt ihm mein Aussehen nicht oder euch gefällt mein Aussehen nicht, whatever, ja. Ich bewerte Leute ja nicht groß nach ihrem Aussehen. Ich habe halt nur kurz meine Meinung so angeschnitten, sage ich mal. Und manche sind da direkt komplett on fire, so. Bleibt cool, Leute, ja. Bleibt cool. Immer smooth bleiben. Wie gesagt, ich gönne Tadel den Erfolg. Er macht geile Musik. Wir hören jetzt endlich mal weiter nach dieser kleinen Moralpredigt hier. Hands down, bist du stolz? Wie definierst du Erfolg? Was siehst du, wenn du von der Zukunft träumst? Siehst du dann nicht selber lächeln oder eine Rolls Royce? Wie siehst du den Roll? Das ist... Siehst du dann dich selber lächeln oder einen Rolls Royce? Da sind auch so viele reale, deep Zeilen drin, die man gar nicht so krass wahrnimmt unbedingt. Vielleicht habe ich auch schon einige überhört, weil der Sound einfach mehr im Fokus steht, so. Und man eher ein bisschen gechillt einfach zuhört. Wie so einen Roll, ja. Ja, ich glaub, ich weiß, was ich brauch, ja. Hauptsache, ich lauf, ja. Samme sich für richtig hier. Immer der Nase nach, immer Richtung Ziel. Fokus nur auf dem, was ich für wichtig hielt. Yeah, 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 you know my name. Heute bin ich ein Beast. Ich hab ein paar dumme Verträge unterschrieben. Aber auf dem richtigen Weg bin ich geblieben, ja. Geil. Ich habe ein paar dumme Verträge unterschrieben, aber auf dem rechten Weg bin ich geblieben. Feierbar. Vom Sound her, wie gesagt, eigentlich nicht das Typische, was ich normal höre, aber irgendwie kann ich dem Sound echt was abgewinnen. Feier ich total. Aber auf dem richtigen Weg bin ich geblieben. Ja, ja, ich flow über Beats. Ich lass los und ich flieg. Es gibt Hochs, es gibt Tiefs. Ich nehm's so, wie ich's krieg. Ja, alles eine Frage der Perspektive. Auch die schlechten Zeiten lerne ich lieben, wenn ich irgendwann im Sterben liege. Ich war so mal fucking cool. Ich bin seit... ist irgendwie auch geil. Ich war so mal fucking cool. Das ist einfach irgendwie ein chilliger Song, finde ich. Gefällt mir total. Ich war so mal fucking cool. Ich bin seit diesem Jahr nur noch in Hippencafés. Oh. Sippcafé, 7 Liter Kaffee. Schreibe dumme Reime wie Kaffee auf Kaffee und bekomm dafür Es. Ja, sie geben mir Es. Mit einem Tiefdruck in den Club und kaufe da Es. Mit meinen Es, so viele Es. Und auch wenn ich noch nicht weiß, wie lange es weiter so geht oder wohin es geht. Eines musst du verstehen, 1,5 Bandstein in der Tasche. Aber ich mach lieber, was ich mache. Während die ganzen Keks aus meiner Schule sich prostituieren in ihre Krawatte. Sich prostituieren in einer Krawatte. Auch so noch nicht gehört, glaube ich, aber passt eigentlich. In ihre Krawatte und dann beim Bier trinken über mich lachen mit ihren hässlichen Kollegen. Tony, hätte ich so ein Leben, ja, dann hätte ich kein Leben, Whitey. Auch geil, hätte ich so ein Leben, Bro, dann hätte ich kein Leben. Feierbar, ey, geiler Sound, irgendwie einfach ein chilliger Song, ja, ist jetzt nichts mega krass Spezielles so. Er hat einfach, man merkt bei dem Song zum Beispiel, er hat den Beat gefeiert, er hat da was drauf gedroppt, findet das geil und lädt das dann einfach hoch. Sowas ist halt geil, sowas ist viel zu selten und einfach feierbar, wirklich. Daumen hoch dafür, Alter. Fucking Thumbs up. Ballert. Ab in die Kommentare, supportet das, Leute. Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gönnen wir uns von Bushido und ja, Animus, Lichter der Stadt. Nein, gönnen wir uns nicht, wir gönnen uns gerade Tadel und weil ich professionell bin, wird das nicht rausgecuttet. ja, wie ihr gesehen habt, habe ich gerade mein Bushido-Video geschnitten, weil das mal wieder gesperrt wurde. Ich hoffe, das passiert hier bei dem Video nicht. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal drin. Ich bin auch nur ein Mensch, ja? Ich mache auch Fehler und vergesse Sachen, ja? Yeah! Geil. Sehr nice. So, also wie gesagt, gönnt dem Jungen auf jeden Fall ein Like, supportet den Boy. Ich gönne ihm persönlich den Erfolg auf jeden Fall, Alter. Wenn ihr wollt, lasst doch gerne bei mir ein Abo und ein Like da. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut da rein, macht's gut und ciao.